Wieso sind drei unserer Top 10 der geilsten Missionen in Games auf eine durchsoffene Nacht zurückzuführen? Naja, ist wohl Zufall. In dieser Liste kochen die Emotionen hoch, denn du erlebst Anspannung, wahnwitzige Aktionen, epische Momente, saualberne Späße oder pure Angst. Viel Vergnügen mit unserer sehr abwechslungsreichen Liste der geilsten Missionen in Games Teil 2. Und Prost. Oh. Was wir in Red Dead Redemption 2 mit Lenny durchleben dürfen, hat jeder schon einmal genau so oder ähnlich erlebt. Eine durchgezechte Nacht mit wirren Gesprächen, viel Spaß und Gelächter, einer Prügelei, Tanz, Gesang und das inklusive Filmriss. Lenny ist der perfekte Saufbruder und später hast du richtig die Lampen an. Dein Saufgelage endet erst in den frühen Morgenstunden. Wir haben hier Gameplay von der Gonzo genommen. Der lacht an den richtigen Stellen mit. Ey, verdammt gut gemacht. Verdammt gut gemacht. What you searching for, partner? I've been gathering some flowers for my wife. She's waiting for me back in the cabin. Springen wir kurz zum ersten Teil. Da gibt es eine Stelle, die ziemlich makaber ist, aber auch saulustig. Ein alter Mann bittet dich, Blumen für seine Frau zu pflücken. Das finden wir romantisch, also suchen wir mit unserem Gaul die Umgebung nach den schönsten Blümchen ab. Wenn wir die Aufgabe erfüllt haben, überreichen wir dem Opa feierlich den Strauß. Er bittet uns ins Haus und wir lernen seine Frau kennen. Es stellt sich heraus, dass der alte Mann wohl wahnsinnig ist, denn seine Frau kriegt vom Blumensträußchen sicher nichts mehr mit. Denn sie sitzt schon halb verwest in ihrem Schaukelstuhl. Look a day over 30, ma'am. Wait, it's a fine air and a good living up here in New Austin that keeps us so young and full of vigor. Die Mission Eine denkwürdige Nacht aus Skyrim wurde definitiv vom Hangover-Movie inspiriert. Denn auch hier verursacht eine durchsoffene Nacht jede Menge Chaos und unsägliche Situationen. Ein Fremder namens Sam fordert uns zu einem Trinkspiel heraus. Das nehmen wir natürlich an. Ab dann erinnern wir uns an nichts mehr und wachen am nächsten Morgen im Tempel wieder auf. Lasst uns nur so viel dazu sagen. Alle Bürger, die wir treffen, sind richtig sauer auf uns, ohne dass wir wissen, was wir angestellt haben. Anscheinend haben wir einem Riesen einen Zeh abgeschnitten, eine Ziege verkauft und fast eine Schreckschraube geheiratet. Wir bringen also alles wieder so gut es geht in Ordnung und erfahren zuletzt, dass wir anscheinend mit dem daedrischen Prinz der Ausschweifung gesoffen haben. Wir haben so ein Gefühl, als wenn er uns das alles eingebrockt hat. Das ist nur ein Vorwand, um euch hinaus in die Welt zu schicken, damit ihr gute Laune verbreitet. Eine Mission, die sogar in allen Horrorgames zu den schlimmsten zählt, die wir in unserer Laufbahn schon gezockt haben, ist die mit dem Sadisten in The Evil Within. Der Typ heißt nicht umsonst der Sadist. Und schon allein die Umgebung, in der wir uns vor ihm so gut es geht verstecken müssen, ist einfach widerlich. Es fängt schon damit an, dass wir wie ein Stück Fleisch verpackt kopfüber von der Decke hängen, bis wir uns endlich befreien können. Ohne den Schlüssel kommen wir aus dieser Fleischerei nicht raus, also müssen wir nah an den Schlächter ran und das kostet unglaublich Nerven. Deine Fortbewegung ist eine Mischung aus Schleichen und Schockstarre und es ist sehr wahrscheinlich, dass sich der Fleischer beim ersten Anlauf erwischt. Ein Grund, warum Gears of War so eine riesige Fangemeinde hat, sind epische Szenen wie die hier aus Gears of War 2. Wenn Marcus Fenix und sein Delta Squad vom Riftworm verschluckt werden und sich in seinem Inneren hackend und schießend ihren Weg bahnen. Der Riftworm hat drei Herzen und die muss die Eliteeinheit erstmal finden und dann zerstören. Da der Riftworm gigantisch groß ist und sogar ganze Städte versinken lassen kann, dauert das eine Weile. Irgendwann ist das letzte Herz vernichtet und der Wurm bäumt sich ein letztes Mal auf. Und wir sehen von außen zu, wie sich ein blutüberströmter Marcus mit der Kettensäge aus dem toten Körper des Riftwurms befreit. Legendär. Das Koop-Action-Adventure A Way Out verpasst dir an einer Stelle einen Herzinfarkt. Und das an der Stelle, wenn Leo und Vincent aus dem Flugzeug gesprungen sind und nicht alles nach Plan läuft. Erst scheint alles glatt zu gehen. Es fängt gerade an, dir Spaß zu machen und du genießt die Erfahrung und den Blick von hier oben. Bis sich einer eurer Fallschirme löst und davon segelt. An dieser Stelle kriegst du Panik und du realisierst, dass ihr innerhalb kürzester Zeit auf dem Boden aufschlagen werdet. Du kannst dich und deinen Kumpel retten, wenn du schnell handelst. Oder das war zumindest für einen von euch ein ziemlich kurzer Ausflug.
How come you're so afraid of heights? Are you shitting me? Are you seriously gonna ask me that now? Ausgerechnet unser ernster Kiryu beschließt in Yakuza Zero, einer Domina zu zeigen, wie sie ihren Job machen soll, denn sie ist viel zu sanft dafür. Natürlich ergeben sich hieraus die peinlichsten und absurdesten Situationen. Nicht nur kriegen die Kinder im Park mit, wie die beiden üben, sie kommen auch her und fragen, was die beiden da machen. Vor allem, weil Ayu gerade gesagt hat, wer hat dir erlaubt zu sprechen, du Schwein? Lächerlicher wird es nur noch, wenn Ayu einen Kunden hat und Kiryu erwischt wird, wie er dabei zuschaut. Natürlich nur, um zu überprüfen, ob sie die Rolle jetzt drauf hat. Es stellt sich heraus, dass der Kunde auf Zuschauer steht und Kiryu ist nun gezwungen, ein Stück weit mitzuspielen. Unangenehm. Diese Mission aus GTA 5 ist komplett und maßlos übertrieben und genießt deshalb Kultstatus. Trevor stürzt sich mal wieder kopflos und ohne Plan in ein Vorhaben, das aussichtslos scheint. Er will ein Frachtflugzeug stoppen, das Waffen transportiert und von schwer bewaffneten Soldaten begleitet wird. Also ist keine gute Idee noch untertrieben. Das ist Trevor aber egal und er hat den Flieger mit seiner kleinen Propellermaschine bald eingeholt. Der Frachtraum öffnet sich und sie beschießen Trevor mit Raketen. Trevor fällt also einfach mit der Tür ins Haus. Buchstäblich. Er erschießt alle Agenten, übernimmt das Flugzeug und muss dann doch später abhauen. Diese Mission ist selbst für GTA-Maßstäbe verrückt. Im Gegensatz zum Schlechter in The Evil Within passiert im Level Die Verlassenen ziemlich wenig. Und das, obwohl du in diesem Level in Thief ständig damit rechnest, dass etwas passiert. Wir suchen hier unsere ehemalige Schülerin, aber die Heilanstalt auf dieser Insel scheint verlassen. Sobald sich die Tür hinter uns schließt, verdichtet sich die unheimliche Atmosphäre noch. Aaron muss im Frauentrakt untergebracht gewesen sein, also suchen wir auch hier nach Hinweisen. In den Gängen hören wir Geräusche, Objekte bewegen sich und die Luft flimmert. Dass es hier spukt, ist offensichtlich. Die Atmosphäre in diesem Gruselhaus ist so intensiv, dass es keine horrormäßigen Jumpscares braucht. Good story. Finish it in a minute. First, some more fuel. Im Ernst, wir würden auch gern mal ein paar Bier mit Geralt von Riva trinken oder auch mehrere. Denn dass das Spaß macht, haben wir an der Mission in Witcher 3 Wild Hunt gesehen, wenn Geralt mit Eskel und Lambert betrunken ein Gespräch nachstellen will. Um die Situation noch authentischer wirken zu lassen, kommt einer der Saufköpfe auf die Idee, Yennefers Kleider anzuziehen. Und das machen sie dann auch. Wenn sich die grobschlächtigen Burschen in die zierliche Damengarderobe pressen und sich dann gegenseitig mit Komplimenten bedenken wie »Oh, du hast ja eine Sanduhrfigur«, dann brechen alle Dämme. You got an hourglass figure. And you're an ass. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr denkt, wir hätten eine wichtige Szene oder Mission vergessen, dann schreibt in die Kommentare. Oder schaut, ob sie nicht schon im ersten Teil dabei war. Und jetzt habt einen grandiosen Start ins Wochenende. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.